Hier sind die 20 größten Schiedsrichterfehler der Fußballgeschichte. Oh, that was a hand. Und fangen wir mit diesem Klassiker aus dem Jahr 2005 an. Es steht 0:0 zwischen Manchester United und Tottenham. Der Torwart von Menu macht einen Fehler und spielt den Ball zum Gegenspieler. Und Pedro Mendes haut einfach mal drauf. Was für ein Torwartfehler. Aber den größten Schnitzer, den leistete sich der Schiri. Der Ball war deutlich hinter der Linie, aber er sah es nicht. Der Treffer zählte nicht und das Spiel endete unentschieden. Was für eine Fehlentscheidung. Aber nichts verglichen mit dem, was noch kommt. Zum Beispiel ein Fehler, der eine ganze Nation zum Weinen brachte. Aber auch unsere Nummer 19 ist ein legendärer Moment, der am Ende die Premier League Meisterschaft mitentschied. In der 1970-71 Saison spielte Leeds United um die Meisterschaft. Doch im Spiel gegen West Brom sollte alles falsch laufen. West Brom erobert den Ball und der Linienrichter hob die Fahne. Alle blieben stehen, weil sie dachten, es ist abseits. Doch der Schiri winkte weiterspielen und der Treffer zählte. Der Linienrichter dachte, der Ball geht zu diesem Spieler und hob die Fahne. Und dies verwirrte alle und ließ sie zögern. Kein Wunder, dass die Spieler sauer waren danach. Leeds verlor am Ende das Titelrennen gegen Arsenal, gewann aber zwei Jahre danach die Meisterschaft. Und hey, genau aus diesem Grund, um solche Fehler zu vermeiden, wurde der VAR, der Video Assistant, eingeführt. Doch auch der scheint manchmal seine Brille vergessen zu haben. Im Jahr 2022 spielte Everton gegen den Abstieg. Und dann auch noch das. Es ging gegen den Titelanwärter Man City. Wir sind am Ende des Spiels. City führt 1:0 und dann ein guter Angriff von Everton. Rodri spielt den Ball mit dem Arm und der VAR greift ein und entscheidet kein Elfmeter. Alle waren perplex. Wie kann das kein Handball sein? Ich meine, ich hab's aufgegeben, die Handballregel zu verstehen. Und Everton, ja, die waren sauer. Und das war auch Hoffenheim, denn hier übersah der Schiri was ziemlich Wichtiges. Ein Loch im Tor. Stefan Kieslings Kopfball zählte. Aber wie wäre es mit unserem nächsten ziemlich lustigen Fehler? Chelsea führte bereits 2:0 gegen Arsenal und plötzlich tauchten sie erneut vorm Tor auf. Hazard schießt aufs Tor, der Arsenal-Spieler wehrt diesen mit der Hand ab, ein klares Foul und rote Karte. Der Schiedsrichter machte alles richtig, bis auf einen wichtigen Punkt. Er zeigte die rote Karte Kieran Gibbs, es war aber Alex Oxlade-Chamberlain, der uns die Flugeinlage zeigte. Der wies den Schiri dann auch darauf hin, hey, das war ich. Aber es half alles nichts, Gibbs musste runter und Ox durfte weiterspielen. Am Ende ging Arsenal 0:6 unter und der Schiri, der ging in die Geschichtsbücher ein. Man könnte fast meinen, der hätte zu tief ins Glas geschaut. Und was zu lustig klingt, um wahr zu sein, ja, das ist tatsächlich passiert. Bei einem Spiel in der Bundesliga im Jahr 1975 zwischen Werder Bremen und Hannover blies Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder zur Halbzeit, nachdem gerade mal 32 Minuten gespielt waren. Die Linienrichter wiesen ihn darauf hin, dass es noch zu früh war und er ließ weiterspielen und pfiff dann nochmals zu früh ab in der 43. Minute. Im Nachhinein gestand er vorm Spiel ein paar Bier und Schnaps getrunken zu haben. Sein Kommentar zu dem Ganzen? Wir sind Männer, wir trinken keine Brause. Ja, das waren noch Schiedsrichtertypen damals. Auch der sambische Schiedsrichter Jenny Sikatswe pfiff zu früh in die Pfeife, jedoch war der nicht betrunken. 2021 spielte Mali gegen Tunesien in der Afrikameisterschaft. Wir sind in der 85. Minute. Ja, in guter alter Ahlenfelder-Manier beendete der Schiedsrichter das Spiel, Tunesien lag 0:1 zurück und der Trainer war sichtlich sauer. Das Spiel wurde dann tatsächlich nochmals angepfiffen. Und in der 89. Minute beendete der Schiedsrichter das Ganze nochmals zu früh. Und dann war wirklich die Hölle los. Im Nachhinein entschuldigte sich das Schiedsrichterkomitee. Der Schiri hatte einen Hitzschlag und hatte nicht genügend Wasser getrunken und daher komplett die Konzentration verloren. Wir sind in der Türkei. Und ja, in der Liga passieren so einige lustige und hitzige Momente. Aber das hier ist wohl eines der schönsten Tore. Im September 1986 spielte Titelverteidiger Beşiktaş gegen Ankara Gücü. Es stand 0:0 und plötzlich ein wunderschönes Tor vom Schiedsrichter. Und der gab das Tor wie selbstverständlich. Beşiktaş konnte es nicht glauben. Am Ende verloren diese das Spiel und Galatasaray gewann die türkische Liga. Beşiktaş wurde Zweiter, mit einem Punkt weniger, aber der besseren Tordifferenz. Ja, da hat der Schiedsrichter mal die Meisterschaft mitentschieden. Und auch bei unserem nächsten Fehler, da rieben sich alle verwundert die Augen. Manchester United spielte 2010 gegen Tottenham. Ronaldo hatte den Club ein Jahr zuvor Richtung Madrid verlassen und auf dem Flügel, da wirbelte jetzt Nani. Im Spiel fällt dieser im Strafraum. Kein Elfmeter. Doch dann. Gomez puts it down on the floor, which obviously wasn't where the initial offense was.
Das Tor zählte. Und von allen von euch, die jetzt sagen, ja, klug gemacht von Nani, schaut mal genauer hin. Er fällt und nimmt den Ball dann in die Hand. Es hätte Freistoß für Tottenham geben müssen. Alle Spieler laufen nach vorne und wundern sich dann, warum Nani jubelt. Und jetzt zu einem meiner absoluten Lieblingstore. Wir bleiben in England. Watford spielte gegen Reading. Nach 30 Minuten gab es eine Ecke für Reading. Doch dann das. Der Linienrichter signalisierte dem Schiri, er müsse mit ihm sprechen. Er hatte etwas gesehen, was kein anderer gesehen hatte. Ein Tor. Und der Schiri, der gab das Phantomtor. Watford war außer sich. Der Trainer wurde wegen Meckerns vom Platz gestellt, half aber alles nichts. Was für ein Fehltritt. Aber das, was die Engländer können, ja, das können wir Deutsche auch. 1994 spielte der FC Bayern gegen Nürnberg. Es gab Ecke. Und ja, alles ganz normal. Doch dann... Der Schiri gab in Absprache mit seinem Linienrichter das Tor, obwohl Thomas Helmer den Ball am Kasten vorbeistocherte. Bayern gewann 2:1, doch der DFB setzte ein Wiederholungsspiel an, was Bayern locker mit 5:0 gewann. Und auch unsere Nummer 9 war zum Haare raufen. Nicht für uns Deutsche, wir glaube ich waren ziemlich froh über dieses Schiri-Malheur. Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, wir sind in der K.O.-Phase und es gab einen Kracher. England gegen Deutschland. Deutschland schoss 2 Tore, doch Abson glich aus. Nur noch 2:1. Dann der Auftritt von Lampard. Was für ein Knaller. Der Coach von England jubelte, aber der Treffer wurde nicht gegeben. Und ja, das erinnert sehr stark an das Wembley-Tor. Wobei es da ja immer noch Diskussionen gibt, ob der Ball wirklich drin war oder nicht. Bei diesem brauchen wir nicht diskutieren, sieht man ja an der Torlinie ganz klar. Nicht drin. Kleiner Scherz. Aber unsere nächste Schiedsrichterleistung, ja, die war wirklich sehr dubios. Und manche sprechen nicht von einem Fehler, sondern dass der Schiedsrichter bewusst die falschen Entscheidungen getroffen hatte. WM 2002 in Südkorea und Japan. Und Südkorea schaffte die Sensation, auch mit Hilfe der Schiedsrichter. Wir sind in der Runde der letzten 16 Mannschaften. Südkorea traf auf Italien. Und die waren gespickt mit Superstars wie Totti, Buffon und Maldini. Doch bereits nach 3 Minuten gab es die erste fragwürdige Entscheidung. Elfmeter für Südkorea nach dieser Aktion. Sieht nicht wirklich nach Foul aus, wenn ihr mich fragt. Es gab Verlängerung und Totti wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter gab tatsächlich eine gelb-rote Karte wegen Schwalbe, obwohl er klar berührt wird. Noch dazu wurde ein regulärer Treffer in der Verlängerung wegen angeblichen Abseits nicht gegeben. Und naja, es kam, wie es kommen musste. Südkorea schoss das Golden Goal und warf Italien aus dem Turnier. Der Schiedsrichter Brian Moreno fiel 2010 dann nochmals auf. Er wurde in New York verhaftet, weil er 6 Kilo Drogen ins Land schmuggeln wollte. Und auch unsere Nummer 7 ließ eine ganze Nation weinen. Wir sind in den entscheidenden Spielen der Qualifikation zur WM 2010. Und eines der Spiele war Frankreich gegen Irland. Das Hinspiel gewann Frankreich mit 1:0. Aber im Rückspiel kämpfte Irland und schoss ein Tor. Verlängerung. Alles roch nach einer Sensation. Würde Irland Frankreich schlagen? Doch in der 103. Minute passierte das hier. Henri berührt den Ball mit der Hand. 2-mal und passte den Ball dann auf Gala. Das Schiedsrichtergespann sah es nicht. Und okay, das alles passierte so schnell, aber bei unserem nächsten Moment, da waren auch die Hände im Spiel. Aber da weiß ich wirklich nicht, wie man das übersehen konnte. Wir sind bei der Frauenweltmeisterschaft 2011. Äquatorialguinea spielte gegen Australien. Der Ball geht an den Pfosten und die Spielerin, die fängt den Ball, läuft ein wenig und lässt die Kugel dann fallen. Und die Schiedsrichterin lässt das Spiel weiterlaufen. Die Australierinnen und alle anderen schauen verdutzt. Wie kann man das nicht mitbekommen? Das dachte sich wahrscheinlich auch ganz Nigeria beim Afrika Cup 2000. Nach einem nervenaufreibenden Turnier mit schönen Toren schafften es Nigeria und Kamerun ins Finale. In der regulären Spielzeit schossen beide Teams jeweils 2 Tore und auch die Verlängerung brachte keinen Sieger, Elfmeterschießen. Kein Tor, sagt der Schiri, aber die Zeitlupe zeigt ganz klar, dass der Ball hinter der Torlinie war. Der Linienrichter steht genau beim Tor und sieht es nicht. Nigeria verlor daraufhin das Endspiel. Aber wartet mal, bis ihr unsere Nummer 4 hört. 1993 spielte Dundee United gegen Partick Thistle in der schottischen Premier League. Es gab Ecke.
Ja, was war passiert? Der Spieler Paddy Connolly schoss den Ball ins Tor und der Ball sprang von der Torstange zurück. Ein Spieler von Partick Thistle fing darauf den Ball und gab diesen dann dem Torwart. Die Schiedsrichter sahen nichts davon. Das Tor wurde nicht gegeben und auch kein Foul wegen Handspiel. Ich meine, eine Sache übersehen, okay, aber zwei Sachen hintereinander? Verständlich, dass sich dann die United aufregte, aber der Schiri, der blieb unbeeindruckt und ließ weiterspielen. Und schon sind wir in unseren Top 3. Hier sind wirklich extreme Schiri-Momente. Wie wäre es mit diesem hier beim Spiel Duisburg gegen FSV Frankfurt? Vom Tiffert und jetzt aufgepasst! Kein Tor! Und ja, ganz klar kein Tor. Aber das Schiedsrichtergespann pfeift und läuft zum Mittelkreis. Die gaben tatsächlich das Tor. Der Torwart, ja, der kann es nicht glauben. Und Duisburg grinst. Der Ball ist über 1 Meter von der Torlinie entfernt. Eines der skurrilsten Tore, das eigentlich keines war. Und auch unsere Nummer 2 ist skurril zum Anschauen. WM 2006 in Deutschland. Und im Gruppenspiel Australien gegen Kroatien passierte das hier. Foul vom Kroaten Simonic und der bekommt eine gelbe Karte. Nochmals Foul und nochmals eine gelbe Karte für Simonic. Doch der Schiri bemerkte nicht, dass dies seine zweite war und ließ weiterspielen. Nach der dritten war dann aber Schluss. Es gab doch noch Rot. Und ich weiß gar nicht, über was Simonic da jetzt so schimpft. Wahrscheinlich, weil ihr uns noch nicht abonniert habt. Und jetzt zu unserer Nummer 1. Eines der legendärsten Tore jemals. Bei der WM 86 in Mexiko traf England im Viertelfinale auf Argentinien mit Superstar Maradona. Und dieser machte ein Tor mit seiner Hand. Der Schiri dachte, es war ein Kopfball. Und Maradona nannte das Ganze die Hand Gottes. Aber wie wäre es mit diesen Fans, die ein wenig zu weit gingen? I can't believe what we've just seen it. Klickt hier, um unser Video zu sehen.